Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Pathfinder. Wir sind ja noch in der abgeschiedenen Hütte. Bei Dumra heißt die, glaube ich. Und ja, und wir haben den Kultisten verfolgt. Genau, der sich hierhin geflüchtet hat. Jetzt müssen wir herausfinden, wer das war. Und wir haben eigentlich auch schon eine ziemlich starke Vermutung. Ich weiß jetzt nur nicht, müssen wir dann die verdächtige Person einfach ansprechen oder wer? Ich wollte erstmal die Queste suchen. Was wolltest du suchen? Siehst du sie? Was wolltest du besuchen? Die Queste. Na hier, der Lamashtu-Priester und den Gästen in der den Lamashtu-Priester und den Gästen in der Hütte ausfindig machen. Ist unter Hexenjagd und da steht jetzt, da guck mal sowieso drauf, oder? Ach so. Nicht? Ja. Und wir haben eigentlich nur eine gefunden, das die hinkt. Sieht schon mal ganz gut aus. Das ist Zanna. Ja. Und die in der hier Küche haben ist. Wir schon mal eine Übersicht. Ja. Sieh an, diese Küchenhilfe hinkt genau wie unser verhüllter Ausreißer. Kein anderer hinkt, obwohl ich weiß es nicht, sind die aufgestanden genau. Rumgelaufen oder so? Ja, und der flüchtende Kultist hat deutlich gehinkt. Ja, genau. Das haben wir ja gesehen, als wir ihn verfolgt haben. Naja, also wenn ich jetzt alles fürchterlich ernst nehmen würde, dann würde ich sagen, nun, die anderen Leute, also die Frau hinter dem Tresen, die hat nicht gehinkt, weil die steht. Aber stehen die anderen Leute oder sitzt einer von denen? Und wenn einer von denen sitzt, dann wüssten wir ja nicht, ob er hinkt oder nicht. Aber ich glaube, die stehen alle. Ja, also das Ehepaar steht, die Wirtin steht. Ja, genau. Und die ja, einzige, die stehen eigentlich alle, soweit die einzige, die kann. Von den Stehenden oder Gehenden, in dem Falle müssen die ja auch noch gehen, sonst sieht man das Hinken ja auch nicht. Das ist die Zanna, da haben wir deutlich gesehen, dass die nämlich hinkt. Ja. Das ist die Frau in der so, Küche. Punkt 1, hinken. Aber Punkt mal angeblich. Zwei, alle lügen. Ja, das ist klar. Ulika lügt. Ja. Das, was sie angegeben hat, liegt in der falschen Richtung. Ja, ja. Alle lügen. Ja, Dumra hat eigentlich nicht gelogen. Jedenfalls habe ich sie nicht ertappt dabei. Aber sie ist besonders unfreundlich als Ausgleich dazu. Okay, wenn die alle lügen, kann es uns eigentlich egal sein. Wir suchen ja im Grunde nur eine Person. Ja. Nämlich einen Kultisten, von dem wir ja nicht wussten, ob der männlich oder weiblich ist. Aber ja, wir vermuten jetzt, Lügen hatten Zanna wir schon. Ja, alle haben was. Außer die Wirtin haben wir es zu verbergen und lügen. Naja, es ist natürlich absichtlich gemacht, dass alle verdächtig erscheinen, weil alle irgendwie lügen. Genau. Aber wir suchen ja wirklich nur eine Person. Ja. Wir wissen, dass Dumra Hallo, aus der sie, Küche gekommen ist. Wo ist sie Wer? Denn? Da ist sie. Dumra. Dumra. Aber die hat nur nachgeguckt. Das klingt eigentlich ziemlich glaubhaft. Weil die Köchin da ein paar Töpfe umgeschmissen hat. Wir wissen, dass die Hintertür benutzt wurde. Und das kann nur die Köchin oder Dumra gewesen sein. Aber weißt du, was ich komisch finde? Angeblich soll diese Köchin da, diese komische Zanna, zu diesen Leuten da gehören. Ja. Für die arbeiten, für die beiden. Also für dieses Aber das Paar. Essen, was die da kocht, ist eigentlich ungenießbar. Na gut, vielleicht hat das mit der Diät von dem, wie heißt er nochmal? Tetrim zu Cabron tun. Tetrim zu tun. Er meinte ja, er braucht spezielle Kost. Naja, und komm. Und das hat sie bestätigt. Die covern die doch. Also die decken ja, die irgendwie doch. Irgendwie schon, ja, hat man schon den Eindruck. Also ich würde sagen, das kann eigentlich ja, nur Ja, jetzt gehen wir dahin. Sein. Stellen Sie mal. Kästen. Ja, wir müssen wohl mit Kästen reden, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Das soll ich ihm sagen. Ja. Zanna, Tetrims Dienerin. Zanna, genau. Ah, dann hol sie mal. Aha, das kann man da zuhören. Aha.
Na, dann klär uns doch mal auf, Sanna. Aha. Oh, jetzt muss man gegen sie kämpfen. Oh, das habe ich mir fast so gedacht. Na gut. Wir können sie ja mal angucken. Ach so, ja. Nicht, dass wir sie unterschätzen. Ich wollte gerne mal wissen, was sie auch drauf hat. Diesen Kleriker hat ziemlich viele Trefferpunkte. RK19 und 105 Trefferpunkte. Naja, und hat ein scharfes Kukri. Sie ist also auf jeden Fall vom Level her höher als wir. Natürlich sind wir mehr. Und eins. Wir und sind zwei. In der Überzahl. We can't do it! Sinkt. Kann ja nichts schaden. Mhm. Gebet am Rad. Nee, ich weiß was Besseres. Was? Hey. Man weiß ja nie. Aha, Gott sei Dank. Na, 2,3 Sekunden, na, das kann ja dauern. Na ja, das ist egal. Egal. Schießt. Und schießt. So. Dann gucken wir mal, was weiter passiert. Und die anderen beiden hauen ab. Die anderen hauen Stecken ab. Stecken mit ihr unter einer Decke. Die sind schon weg. Ja, ist okay. Nee, die ist noch da. Ja, ich ergebe mich. Aha. Das hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Stehen sie jetzt. Ja, die können sie ja mal gleich bewachen. Ja, ja. Und die anderen beiden sind auf, abgehauen, dass sie nicht hast mehr gesehen? Abhaut. Ja. Ja, die beiden sind abgehauen, ja. Und hier habe ich nicht geguckt. Nee, Olinka ist da. Die ist, glaube ich, da steht sie ja noch. Nee. Ich glaube, die ist, hat nichts damit zu tun. So. Nehme ich Ihnen das an. Aha. Aha. Das rechte Bein ist voller Wunden. Bäh. Alter und gelbes Wundsekret. So, ja. Oh ja. Erstmal. Wir müssen auch mal fragen, all die Leute hier in der Hütte. Ja. Ach, sie ist die Priesterin. Sie ist die Priesterin des Kultes. Aha. Na gut. Das heißt nicht so gut, aber... nichts damit zu tun. Oh. Aha. Da waren wir wohl auf einer falschen Spur. Hm? Mhm. Die sind es wohl nicht. Ja, erzähl mal was über den Kult. Kann nichts schaden. Neue Rudel gründen kann. Wie das klingt, ja? Ja. Octavia. Ist doch immer wieder erfrischend, die Kleine. Urzeitliche Weisheit, na schön, das freut mich. Dass ihr das glaubt. Oder wie auch immer. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Tja. Also jedenfalls in ihren sicher. Augen. Ja. Kann ich verstehen. Na gut, wenn es denn sein muss, ich hätte mir das gern angehört. Deine Versuche, mein Schölze, beeindrucken mich nicht. Können wir ja sagen. Einfach neutral. So, wo steckt denn der Rest? Ja, wo steckt der Rest von euch?
Das war fast zu erwarten, ne? Ja, ich hätte gerne gewusst, ob die anderen auch ihretwegen da waren. Na gut, ist egal. Das haben wir jetzt nicht gefragt. Vielleicht kommt das nochmal. Genau. Aha. Also sie paart sich offensichtlich nicht mit Goblins. Genug davon. So jetzt, all die Leute hier in der Hütte, sind die alle wegen dir hier? Mal ganz gerne wissen wir dann noch. Hatte ich auch vor. Sie wollten den Segen Lamashtus erlangen. Aha. Ah, und haben sich nicht getraut, das öffentlich zu sagen, ne? Ja, genau. Ach. Pharasma. Ja, hat man ja auch schon mal, aber ich vergesse das immer wieder. Was kannst du mir über die Witwe des Händlers sagen? Das ist ja die andere. Ja, gleich. Ja. Aha. Also sie hat vielleicht Hilfe gehofft, aber sie ist auf jeden Fall... So, die Wirtin nicht. Hat vermutlich überhaupt nichts damit zu tun. Ja, die tun. Ulrika ja eigentlich, glaube ich, auch nicht so richtig. Ja, da lag ich wohl richtig. Naja. Na gut, genug. Kästen? Genau. Jawohl. Ja, ich habe nicht vorgehabt, die dummen Leute in Kerker zu schmeißen zu lassen oder schlimmer. Nee, aber die Priesterin hat versucht, ihnen zu helfen. Wie sie es eben konnte, ist ja auch gut, ja. Ja. Ja, ich würde Rechtschaffen gut sagen. Ich tendiere dazu. Ich auch. Die drei. Gut, machen wir. Naja, gütig war das eigentlich nicht unbedingt. Ja. Ach, Ulrika. Ja, man kann das können wir nicht machen eigentlich. Zu ihrem Glück zwingen. Was? Also würdest du das machen? Wenn sie unbedingt dieses Kind haben will und dafür in Kauf nimmt, dass es Lamash zugeweiht ist. Ja, bitte. Muss sie selber wissen. Ja, muss, was soll's. Ha? Ja, ach, was soll's? Was ist es? Ich finde es halt nur so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite wollen wir die überhaupt nicht da haben. Auf der anderen Seite sind wir dann bereit, die Aussagen zuzulassen. Aber wie du meinst. Ja, du kannst von mir das gerne eins sagen. Ich würde mich da jetzt nicht sträuben. Das war mir klar. Ja. Ja, Dumra ist wahrscheinlich die Einzige, die hier wirklich froh ist. Okay. Für ein Freudentag. Na gut. Das hätten wir erledigt. Schön. Gut, also die waren es jedenfalls nicht. Die Skeletthütte steht immer noch hier. Die waren es jedenfalls nicht, die jetzt, die wir eigentlich suchen, die den Aufruhr eigentlich verursachen. So, haben wir hier noch was zu tun? Nein. Nö, eigentlich alles schon. Alles sind haben weg, wir nicht da machen wir uns auch weg, hä? Genau. Das lassen wir hier. Nee, das lassen wir jetzt hier. Wir haben schon genug rumgeklaut. Ja, wir haben schon das... Also, aber wir haben irgendwas aufgeschrieben, was wir machen wollten. Was war das denn? Da war irgendwas. Ja, also unsere Regentin will mit uns sprechen. Ja,
Das müssen das wir als heißt, erstes wir mal sollten machen. Sehen, dass wir in Richtung zu Hause kommen. Ja. Dann können wir ja dann hinreisen. Dann wollten wir bei Oleg gucken, ob der das dritte Teil von hat. Von diesem Ansturm, von dieser Rüstung. Für die Ansturmrüstung. Ja. Ja, also hier haben wir, glaube ich, keine offenen Straßenfäden. Hier gibt es dann wieder einiges. Mhm. Dann gehen wir erstmal nach Hause. Ja. 23 Stunden, ist ganz schön weit. Ja. Ach. Ist noch weiter, wenn man zwischendurch kämpfen muss. Ja, dann wird es noch ein Stückchen länger. Nun, wen haben wir denn hier? Wo? Rechts oder links? Ach, rechts. Ach, eine Riesenschnecken. Naja, die Riesenschnecken vergiften die? Haben die einen vergiftet? Ich glaube, ja. Oder? Mal gucken. Ich glaube, die waren gar nicht schlimm, aber die haben einen vergiftet. Wenn man rangegangen ist, konnte man die locker... Ja, man schnell draufhauen. Und nicht mit Schießen haben wir nicht so schrecklich viel... Nee, damals Säure. Konnten die uns deswegen nur vergiften, Säure. weil die auf dem Land standen, das giftig war. Ja. Die selbst sind nicht giftig. Die spucken wohl Säure. Ja, also, sind selbst immun dagegen und spucken. Ja. Ja, dann, also alles haut drauf. I am your shield. Kannst du ja auch gucken, ob alle noch die richtigen Waffen haben, aber ich nehme an. Kann sie... Bitte? Ich nehme an, alle haben noch die richtigen Waffen. Ja. Haben wir ja gerade gesehen. Mhm. Ah, kommen hier noch mehr oder war das jetzt schon alles? Eigentlich können die einen richtig leid tun, die sind riesig. Ja. Aber sie können eigentlich nicht so richtig viel Schaden zufügen. Jedenfalls nicht, wenn man schon so groß ist. Nö, mehr scheint hier nicht zu sein. Dann raus hier. Alle. Ja, ich weiß, dass ich Tage überspringen kann und wir fahren fort. Mal sehen, wie viele von diesen Störenfrieden hier noch auftauchen. Na, da kommt noch einer. Und dann ist auch Octavia ist müde. Mann, Leute, ihr seid lästig. War das jetzt wieder ein Feind? Ich sollte vielleicht öfter mal genauer hingucken. Ja, das sah aus wie ein Feind. Was soll es sonst sein? Aber wenn du was nicht gesehen hast, kannst du immer noch da gucken. Du kannst ja immer noch rechts nach oben schieben und gucken, was da steht. Geh mal gucken. Ja, da ist nichts. Nee, na gut. Nee. Stimmt. Hier ist erstmal nichts zu sehen. Dann guck mal hier lang. Außer, dass es regnet. Ja, das sehen wir. Aber das ist alles, was wir hier sehen. Das ist alles? Na ja, müssen wir halt laufen. Merkwürdig. Also, wir laufen mal. Mal gucken, was es hier so gibt. Guck mal, da ist nur ein kleines Tierchen. Darf sitzen da. Da sind Leute. Wer ist denn das? Flüchtlinge sind das. Kranker junger Mann. Kranker junger Mann. Flüchtling. Und Urk. Müssen die mal ansprechen. Aha. Wir stellen uns mal ordnungsgemäß auf. So. Tarnung aus. Du gehst mal ran. Euer Gnein zornig.
wer seid ihr? Genau. Ja, die sind nicht auf Reisen, die sind auf der Flucht, ja? Nichts dagegen einzuwenden, dass ihr flüchten wollt. Kann man nachvollziehen. Klar, ganz ruhig. Was ist mit dem jungen Burschen? Obwohl es natürlich nicht besonders gut ist, beunruhigend. Ja, der hustet. Und zwar heftig. Ach, was Falsches gegessen und davon hustet er? Ja. Nicht gut, gar nicht gut. Ja, müssen wir halt sagen, ihr könnt nicht viel für ihn tun. Klar. Zurück in die Baronin ist gut. Die Baronin steht zwar hier, aber... Ich bin nicht gern. Das ist schon Eulenberg. Schon passiert. Ihr Rastierer. Das hat nicht lang auf sich warten lassen. So, also, Attacke. Unsere Hunde sollten wir aber diesmal schützen, so ein Eulenbär ist nicht zu verachten. Ja. Ich guck gleich mal, ob sie noch was haben. Ja. Nee. Ja, das passt. Ist in dem Fall besser. Ach so, ja, du schießt auf jeden Fall mal und dann gucken wir uns mal die Hunde an. Die haben nicht natürlich nichts mehr, ist klar, es war ja ewig, wie lange wir uns da aufgehalten haben. Nee, das dauert zu lang. Dann schießt du. Du machst eine Rindenhaut auf Hund Nummer 1. Du machst eine Rindenhaut auf Hund Nummer 2. Du hältst die Stellung, und dann wollen wir hoffen, dass sie alles das tun, was ich ihnen gesagt habe. Ja. Sieht so niedlich aus. Diese Eulenbären sind so gefährlich. Ja. So. Seid ihr fertig? Jawohl. Ja? Auch jawohl. Dann alle auf ihn. Nowhere to run. Gebet ist da, ja. Den sie singt, ja, sie, das sehen wir ja. Darfst auch. So, Knick ist er. Suchen die uns auch noch. So. Ach. Ist ja nichts. Nichts. Wer kommt denn hier? Warum kommt denn hier Lindsay? Ja, weil du sie angetippt hast. Ja, weil sie die letzte war, die ich angetippst hatte. So. Na, Urkit. Wie wär's mit einem Danke? Ach, vergiss es. Ja. Ja. Oder wolltest du was anderes? Nee, Code ist gut, würde ich sagen. Hier gibt's noch ein paar andere Varianten. Beruhigt euch, ihr werdet euren Freund gleich wieder sehen. Na. Nee. Würde ich nicht machen. Nee. Passt nicht zu uns. Nee, ist auch nicht. Ja, 2 oder 3?
tendiert zu zwei. Ja, ich auch zu zwei. Ja. Gut. Immerhin. Immerhin, ja. Naja, wir müssen der Sache wirklich auf den Grund gehen. Ne? Ja, ja, klar, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Müssen also, wir können im Augenblick die gar nicht bekämpfen, weil wir gar nicht richtig wissen, wer da eigentlich dahinter steckt. Ja, wir wissen, dass es aus den Samen kommt. Hm. Aber wir wissen nicht, woher die Samen kommen. Ja, und wie die da reinkommen, also in die Leute. Der Lamashtu-Kult scheint es nicht gewesen zu sein. Nee, das wissen wir jetzt. Ich bin ziemlich sicher, dass wir den abhaken können. Ich doof. Bist du rückgelaufen, ne? Entschuldigung. Oder was machst du jetzt? Wir müssen nochmal. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr rein. Zu spät. Was denn? Solche Gebiete muss man immer absuchen. Da gibt's in der Regel was zu finden. Ach so. Aber zu spät. May we have a moment of respite? Ja, wir müssen alle schlafen. Wir gehen wir sind nach schon Hause. Da. Ja, ist klar. So. In der Hoffnung, dass uns dort niemand überfällt. Jetzt müssen wir in den Thron sein, müssen erstmal mit denen sprechen, ja. Mit unserer Beraterin. Octavia ist das, ja? Ich glaube, ja, Octavia ist unsere Regentin. Genau. Soweit ich das weiß. Gehört zu den Ratgebern oder so? Ich habe zwar keine Ahnung, aber... Mr. Regentin, das stimmt. Als Vertreter der Baronin... So, da ist sie ja schon. Auch ihr Schwanz geht so schön hoch. Aha. Was? Mhm. Oh. Tja. Ich meine, ist blöd ausgedrückt. Ich würde sagen, darum soll sich der Büttel kümmern. Oder der Dorfvorsteher oder wer auch immer. Aber das ist wirklich nicht unsere Angelegenheit, ja, oder? Ja. Vor allen Dingen, weil wir hier keine vernünftige Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen kriegen. Also wirklich, ist das eine wichtige Entscheidung. Für die ist es eine wichtige Entscheidung. Ja, was soll ich denn hier entscheiden? ich habe gar keine Möglichkeit, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ja, ich hätte wahrscheinlich sagen sollen, mach du das. Entscheide selbst. Dann hätte sie auch das Gleiche gesagt. Weil es gefällt dir nicht, es ist ja sehr nicht zu dir gekommen. Gut, nächstes Hallo, Mal. Hallo, euer Gnaden. So, was ist jetzt? Ach ja, schon gut, Lindsay. Aha. Mhm. Na ja, nachdem sein Lebensinhalt jetzt weg ist. Die Rache, meinst du? Ja. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass er ein bisschen durchhängt. Worauf willst du denn hinaus? Genau. Ja, wir können ja eigentlich nur zwei sagen. Jo.
Na schön, dann müssen wir mit Elina so, reden. So, die Wirtin ist begeistert. So, da sollten wir mal zu der Wirtin gut. gehen. Aber haben wir jetzt noch ein paar andere Leute wegzuschicken oder so? Jetzt müssen wir erst mal hier gucken. Wie ja, sieht das mit Elina so sprechen. Aus? Ja, haben wir auch. So. Nee, haben wir ja gerade erst weggeschickt. Wir haben den 29., am 27., glaube ich, haben wir ihn weggeschickt. Christian wird bald Christian fertig. Christian wird in einem Tag fertig. Ja, Monstersichtungen kann Christian ja nicht machen. Ist klar, der Glücksspieler, den kann nur Jubi machen. Mehr haben wir hier nicht bei den Problemen. Dann können wir gucken, ob Christian eins der Projekte machen kann. Aber ich würde sagen, wir sollten die Sache nicht so lange rauszögern. Gemeinschaft ist Octavia. Mit Ekon, oder? Ja, machen wir. Ich guck doch nur. Ja, gut. Wollte ich nur sagen, weil manchmal sagst du, ach ja, dann legst du sie weg und für immer. Dann steht plötzlich dann da, ist erledigt und dann, oder geht nicht mehr. Und dann bist du immer überrascht. Also das Schutz der Armen und Schwachen. Ja, ja. Ja, mach. Ja. Ist ja gerade frei, ist praktisch. Hm. Gut. Hast du es aber nicht gestartet, ne? Habe ich nicht. Nee, ich würde sagen, du hast es nicht gestartet. Ah, danke. Hätte ich jetzt glatt bist du dran gewöhnt, gewartet, dass, du dass sie endlich fertig wird. Und dabei habe ich es nicht mal gestartet. Gut, wir gehen ins Gasthaus und organisieren das Fest für Ekon. Ach so, halt. Alle, hast gerade gehört. Ich bin gerade bei Christian vorbeigelaufen. So, du willst sowieso erstmal schlafen, ist klar? Er möchte rasten. Ja, na ist gut. Klar. So, und dann so. Machen wir jetzt aber ein paar. Jetzt machen wir Schluss erstmal. Ach, machen wir schon wieder Schluss? Ja, ja. Eine halbe Stunde ist erreicht. Na gut. Und dann in der nächsten Folge werden wir erstmal die Sache dann organisieren hier für Ekon. Dann gehen wir in der nächsten Folge ins Gasthaus. Okay. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao.